Willkommen, willkommen zu meinem Vortrag über HTTP3 und Quick. Ich bin relativ begeistert, weil Hörsaal ist fast voll. Danke dafür. Und vermutlich habt ihr mich noch nie gesehen. Ich bin der Franz und aus Rosenheim in Bayern. Und das ist mein erster Vortrag im Ausland. Und ein Ausland, wo es nicht so schlimm ist, wenn mir mal ein bayerisches Wort durchrutscht. Deswegen, hallo Graz, danke, dass ihr meinen Vortrag angenommen habt. Was mache ich so beruflich? Ich bin seit 5 Jahren bei der Coavia in München. Wir bauen generell einfach coole Software. Franz, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Für die Leute, die jetzt noch kommen sind, kann alle, neben denen ein Sitzplatz ist, einmal kurz aufrücken, damit die anderen noch einen Platz haben. Ich danke. Sehr lieb von euch. Danke. Genau, also ich arbeite in München als Softwareingenieur und habe in Rosenheim Informatik studiert. Wer Rosenheim nicht kennt, kommt mal vorbei, es ist ziemlich cool und auch ziemlich nah an Österreich. Und irgendwann hat mich dann jemand gefragt, hey, magst du vielleicht die Vorlesung Cloud Computing in Rosenheim halten? Und das hat sich ganz gut ergeben, weil ich halt allgemein sehr gern Vorträge. Die findet ihr auch auf meiner Webseite. Ist dann Folien, habt ihr dann später, ist alles verlinkt, auch alle Quellen von jetzt. Genau, worüber reden wir heute? Wie funktioniert eigentlich das Internet so in den Grundbausteinen, bevor wir dann zu HTTP3 kommen? Also, wie hat das Ganze angefangen? Das Ganze hat 1992 angefangen oder 1991, als Tim Berners-Lee am CERN sich überlegt hat, wie kann man Dinge an Benutzer ausliefern, dass die das anschauen können. Und da ist HTTP 0.9 entstanden, ist dann weitergegangen, 1.0, 1.1 und 1.1 scheint immer noch so der Standard bei den allermeisten Webseiten da draußen zu sein. Ist auch ganz gut geeignet, um Content auszuliefern. Und irgendwann hat sich Google gedacht, ja, an diesem HTTP, da kann man durchaus Dinge verbessern und hat dieses SPIDY-Protokoll entwickelt. Das ist unbemerkt von vielen ausgerollt worden und auch alle Browser haben das irgendwann unbemerkt einfach gemacht. Und daraus ist dann HTTP 2 entstanden. Das bringt ein paar coole Neuerungen, die man so als Webseitenbetreiber oder Blogger mal verwenden kann, aber ist auch eher so unter der Haube gelaufen. Und jetzt hat sich tatsächlich wieder Google überlegt, wie kann man das Zeug verbessern und hat das Quick-Protokoll erschaffen. Was es genau ist, da kommen wir später dazu. Und darauf ist jetzt der Standard HTTP 3 aufgebaut. Da gibt es ein RFC dazu und das wird sich hoffentlich aufs ganze Internet ausrollen. Genau, der erste Entwurf, wie gesagt, von Tim Berners-Lee, war so, ich habe ein Beispiel da aufgezeichnet. Man macht einfach ein Telnet zu dem Server auf Port 80, von HTTPS war damals noch gar keine Rede, und macht einfach einen GET-Aufruf und bekommt eine Antwort darauf. Und dann ist die Connection zu und wenn man eine neue Seite sehen will, macht man einfach eine neue Connection auf. Und das wurde dann natürlich verbessert in der Version 1.0. Da wurden zum Beispiel HTTP-Status-Codes eingeführt, dass man jetzt zum Beispiel als Server signalisieren kann, das war jetzt ein Erfolg, da kommt ein 200 zurück oder es hat irgendwas nicht geklappt, ich muss mit einem 400 oder 500er Status-Code arbeiten. Und gleichzeitig können die Requests und Responses jetzt auch Header enthalten. Ihr seht hier im Beispiel so Sachen wie Content-Type oder Content-Length, die einfach dem Client, in den meisten Fällen ist es der Browser, einen Hinweis gibt, was in dieser Antwort drinnen steht und wie er damit umgehen muss. Und dann hat man darauf noch HTTP 1.1 gesetzt, wo eine TCP-Verbindung jetzt auch wiederverwendet werden kann, dass man nicht immer den kompletten TCP-Handshake durchlaufen muss, sondern der Client einfach die alte wieder benutzt und darüber einen neuen HTTP-Request schickt. Spart auch schon ungemein Zeit. Und die Requests erfolgen da aber immer noch sequenziell. Das heißt, der Client muss alles der Reihe nach an den Server schicken und bekommt der Reihe nach in genau derselben Reihenfolge auch die Antworten raus. Und was da auch noch dazu gekommen ist, ist, dass man so Sachen wie
den Content-Type, die Sprache festlegen kann. Und so der häufigste Content-Type, wenn ihr im Internet surft mit einem ganz normalen Browser, ist Text-HTML. Und dann weiß der Browser, aha, die Webseite muss ich in meinen HTML-Parser reinwerfen. So, und dann hat sich Google gedacht, was kann man da jetzt eigentlich noch besser machen? Und hat sich überlegt, Spidey, und das ist basically ein Tunnel um dieses bestehende HTTP-Protokoll drumherum, das einfach dafür sorgt, dass die Requests da drin in dem Tunnel modifiziert werden und eigentlich niemand was davon merken soll. Das heißt, die Anwendung muss man gar nicht anpassen, das kann im Prinzip auch der Proxy-Webserver machen und soll dafür sorgen, dass man jetzt alles da eleganter über die Leitung bekommt. Nämlich ist da in diesem Tunnel automatische Compression drinnen. Da sind die HTTP-Header drinnen. Die werden nicht mehrfach gesendet, sondern der Tunnel kann sich das merken. Und es ist so gedacht gewesen, dass TLS verpflichtend ist. Natürlich gab es dann den üblichen Aufschrei, ich will gar kein TLS. Meine Seite war schon immer unverschlüsselt. Deswegen haben manche Browserhersteller dann da auch Ausnahmen zugelassen, dass Spidey auch über unverschlüsselte Verbindungen geht. Dasselbe gilt dann auch für den Standard, der darauf gefolgt ist, nämlich HTTP 2. Da war prinzipiell im Standard festgeschrieben, die Verbindung muss verschlüsselt sein. Und die meisten Browserhersteller halten sich da dran und manche halt eben nicht. Ist voll abwärtskompatibel, das heißt, was da initial passiert, ist eine HTTP-Anfrage vom Browser mit HTTP 1 und dann kommt vom Webserver ein Header mit, der signalisiert, hey, ich könnte auch HTTP 2, wenn du willst, und dann können die nächsten Verbindungen einfach über ein modernes Protokoll laufen. Ich habe hier einen Punkt durchgestrichen, nämlich diese Server-Pushes. Bei HTTP 2 gibt es die Möglichkeit, als Server Content ungefragt mitzuschicken, also andere Dateien. Wenn ich die Index.html von meinem Webserver abfrage, dann werde ich vermutlich als allernächstes die Style.css und die Script.js abfragen, wofür ich eine neue HTTP-Abfrage brauche. Und mit HTTP 2 könnte ich als Server sagen, hey, die meisten meiner Benutzer wollen auch gleich die Style.css, die schicke ich gleich mit. Das ist deswegen durchgestrichen, weil Google vor einem Monat angekündigt hat, im Chrome dieses Feature wieder rauszunehmen, weil sie sagen, das ist uns zu kompliziert zu implementieren. Und wenn mir jemand von Google zuhört, dafür bin ich euch böse, weil das hat die Ladezeit von meiner Website signifikant beschleunigt. Genau. Wie gesagt, der Standard umfasst jetzt HTTP und HTTPS, weil es Proteste gab. Und die meisten Browser machen es aber nur noch mit TLS. Genau. Da ist jetzt kein Head-of-Line-Blocking mehr drinnen, aber das bleibt nach wie vor TCP. Das heißt, man ist an die Probleme, die Nachlässigkeiten von TCP gebunden und TCP hat sehr wohl ein Head-of-Line-Blocking. Genau, das ist jetzt so ein Tipp von mir. Es ist ja meistens so, wenn man irgendwie größere Anwendungen irgendwo deployt, in der Cloud oder auf eigenen Servern oder wo auch immer, dann läuft die Anwendung irgendwo im Backend und als Frontend steht ein Webserver davor, Apache, Nginx, was auch immer. Und es gibt den Fall, dass ältere App-Server oder Backends dieses HTTP 2 nicht sprechen und deswegen auch keine Server-Pushes machen können. Und da gibt es aber eine simple Lösung. Das Backend muss gar nichts davon wissen, sondern kann einfach so Link-Header mitschicken. Und Link-Header gab es quasi schon immer seit HTTP 1 und haben dem Browser irgendwie signalisiert, hey, da gibt es noch andere Dateien, die wirst du vermutlich brauchen. Die kannst du auch jetzt schon, bevor du die Seite renderst, laden, damit die Seite dann schneller dargestellt wird. Und diesen Link-Header greifen sich moderne Webserver oder Proxies, zum Beispiel der Nginx, und sagen, ich komme dem Browser einfach zuvor und mache da draus einen Server-Push. Dann muss das Backend gar nichts davon wissen und der Frontend-Webserver kümmert sich einfach drum. Das ist ein sehr nices Feature und auch das geht aber kaputt, wenn Google den Support aus den Browsern rausnimmt. Genau.
Da ist so ein Beispiel für so einen Linkheader drinnen. Ihr seht in der Anfrage, ich will einfach die Hauptseite von meiner Anwendung haben, und als Antwort kommt dann so ein Linkheader, wo die Style CSS drinsteht, und das ist der Hinweis für den Browser bzw. für den Frontend-Webserver, diese Datei gleich mitzuladen. Und das spart einige Millisekunden ein, weil man sich das Rendern von der Seite komplett spart und die Seite ist dann einfach schneller da. Genau, und dann gibt es die Idee, was kann man eigentlich an dem Ding noch besser machen? Und die Lösung dafür ist, das TCP ist irgendwie die Krücke, die alles noch langsam macht. Also das Problem ist, alle HTTP-Versionen, über die wir jetzt gesprochen haben, die basieren einfach auf TCP. Und das heißt, HTTP 2 hat zwar dieses Head-of-Line-Blocking gelöst, also das heißt, ein Paket in der Mitte ist verloren gegangen und ich muss warten, bis der ganze Stream neu gesendet wurde, bis ich weitermachen kann. Aber ich muss immer noch die TCP-Handshakes machen, dafür sorgen, dass die Verbindung offen bleibt, mich um Window-Sizes kümmern und so weiter und so weiter. Und das Ganze summiert sich ganz nett in dem letzten Punkt, TCP-Retransmission. Die von euch, die mit Netzwerk arbeiten, die kennen das vermutlich zuhauf. Sowas ist relativ ekelhaft zu debuggen, rauszufinden, an was es liegt und so weiter und so weiter. Und dann hatte Google eine Idee, und zwar, dass man das TCP-Protokoll einfach wegwirft und UDP stattdessen verwendet. Das heißt, alle komischen Einschränkungen von TCP werden dann vergessen und in UDP nachimplementiert. Das heißt, natürlich will ich, dass ich Transaktionssicherheit habe, dass meine Pakete alle sicher ankommen, und UDP kann mir das nicht garantieren, also muss ich selber draufsetzen. Und genau das macht Quick. Das seht ihr hier in diesem Bild, wo mehrere UDP-Connections über so einen Stream gehen und es gibt kein Blocking mehr, weil wenn ein Stream stehen bleibt, kümmert sich die Anwendung drum und nicht mehr der Kernel, der dann darauf wartet, die Pakete zuzustellen. Und wie schaut das Ganze im OSI-Stack aus? Da war HTTP bzw. HTTPS bisher im Application Layer verortet und komplett da implementiert. TLS kann man so ein bisschen in den Security Layer abschieben und als Transport Layer war TCP gesetzt. Jetzt wird das Ganze ein bisschen verschoben. Im Application Layer bleibt HTTPS aktiv und Quick übernimmt jetzt Funktionen, die vorher TCP übernommen hat. Deswegen wird das, dieser Böppel da links, rechts ein bisschen größer. Und Quick muss sich darum jetzt auch kümmern. Genau. Wie schaut das Ganze aus? Das wurde von Google entwickelt, läuft über UDP-Port 443. Und die meisten Browser, die jetzt schon HTTP unterstützen, die machen aber trotzdem immer eine HTTP-2-Anfrage, weil sie können ja nicht wissen, dass der UDP-Port auch offen ist. Und im Moment funktioniert es noch so, dass der Webserver dann einen Header mitschickt, wo er signalisiert, hey, ich habe übrigens auch den UDP-Port offen und bin ready für HTTP-3. Genau. Und da drinnen sind jetzt die Funktionen von HTTP bzw. von TCP und TLS alle übernommen, dass sich da die Anwendung nicht drum kümmern muss. Das Ding blockiert nicht mehr, wenn irgendein Paket auf dem Weg verloren gegangen ist. Und jedes Paket ist einzeln verschlüsselt. Vorher war das noch eher so, dass ein ganzer HTTP-Stream verschlüsselt wurde. Deswegen ist es jetzt komplett egal, wenn man ein Paket verloren geht. Da geht die Verschlüsselung nicht kaputt. Genau. Was man da auch reduziert hat, ist der Handshake, weil da habe ich jetzt einen Vergleich für euch. Wie läuft der Handshake bei HTTP 1? Steht immer auch die TLS-Version dabei, dass man so einen Vergleich hat. Da muss ich jetzt erstmal den TCP-Handshake machen, also den Drei-Wege-Handshake, den ihr alle kennt. Und dann muss TLS auch noch Parameter aushandeln. Und zum Beispiel Cypher-Suites austauschen und so weiter. Und ganz unten kann ich dann mal anfangen mit meiner HTTP-Anfrage und den Webserver eigentlich fragen, was willst du eigentlich oder was kann ich von dir so erwarten?
Und bei HTTP 1.1 mit TLS 1.3 ist es ein bisschen kürzer geworden, weil TLS 1.3 diesen TLS-Handshake verkürzt, weil man entdeckt hat, ich schicke ja eh schon ein Client-Hello und ein Server-Hello, warum packe ich da eigentlich nicht die restlichen Infos auch gleich rein, die ich sowieso über die Leitung schicken würde. Das hat es ein bisschen schneller gemacht. Und bei HTTP 3 ist es jetzt so, dadurch, dass das Ganze über UDP geht, spare ich mir diesen ganzen Handshake-Käse und kann im Prinzip fast sofort anfangen, meinen Content auszutauschen. Und man sieht es hier in den Diagrammen ganz nett, allein die Handshake-Zeit, die wird drastisch reduziert. Genau, da gibt es auch ein paar Sachen, die jetzt nicht mehr gehen. Und da aber bitte Vorsicht, das ist alles under Development und da wird sicher eine Lösung dafür geben irgendwann. Nämlich Load Balancing, das sich auf TCP verlässt, also zum Beispiel auf die Sequenznummern oder die IDs, die so im TCP-Header drinstehen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, weil ich jetzt UDP-Pakete rumschicke. Was auch nicht mehr geht, ist die Überwachung. Zum Beispiel manche Arbeitgeber, manche Hotels machen das so, dass sie einfach so Fake-CAs ausrollen, die dann diese TLS-Verbindungen aufreißen, dem Client vorgaukeln, das ist neu verschlüsselt, passt schon alles. Das geht jetzt nicht mehr, weil dieser Handshake einfach viel, viel kürzer abläuft. Da gibt es nicht mehr die Möglichkeit, sich da irgendwie besser reinzuhängen. Und es gibt nicht mehr diese Sequenznummer, das heißt, Anwendungen, zum Beispiel Load Balancer in der Software, die sich auf diese Nummern verlassen, die muss man jetzt umbauen. Das ist aber auch kein Problem, weil auch im Quick-Protokoll gibt es sowas wie Sequenznummern. Es ist alles nur eine Frage, wie man das Ganze umbaut. So, wie schaut das Ganze jetzt aus? Was kann ich davon erwarten? Da gibt es schon ein paar Benchmarks, zum Beispiel was die Bandbreite und die Latenz angeht. Und da habe ich hier oben so ein Beispiel, die Bandbreite in Megabit per Second, die drastisch runtergeht, wenn ich so eine HTTP3-Anfrage mache. Und unten ist die Page Load Time, wenn die Latenz runtergeht. Das heißt, wenn ich die Latenz von meinem Netzwerkprotokoll wegbekomme, dann laden auch meine ganzen Webseiten viel schneller. Das soll dieses Diagramm hier zeigen. Genau, und dann ist hier noch so ein schönes Diagramm, da stehen auch Zahlen dahinter und Benchmark-Ergebnisse, die sich mal angeschaut haben, wie lange dauert eigentlich so ein Handshake. Und da sind wir bei TCP und bei TCP und TLS halt in Bereichen von 100 bis 300 Millisekunden und sind dann bei Quick runter auf 0 für eine nicht neu aufgebaute Connection und bei 100 für die initiale Connection. Das heißt, wenn die Verbindung schon aufgebaut ist, alle Parameter ausgetauscht sind, dann geht die Anfrage sofort zum Server, der antwortet sofort, gibt keinen Handshake-Overhead mehr. Genau, und mittlerweile ist ja 2023, das Protokoll ist jetzt schon ein paar Jahre raus. Was gibt es denn da für Implementierungen? Und die gute Nachricht ist, mittlerweile unterstützen fast alle Browser dieses HTTP 3 und auch viele Webserver. Viele muss man hier in Anführungszeichen setzen, weil zum Beispiel beim Nginx ist das Ding immer noch auf einem Feature-Branch, der getestet wird und nicht für Production ready ist. Und sowas wie Apache, die geben gar keinen Kommentar ab, ob sie jemals HTTP 3 unterstützen wollen, warum auch immer. Und das Schöne ist aber für die unter euch, die in der Cloud arbeiten, Software in die Cloud deployen, HA-Proxy unterstützt das Ding bereits. Und das ist ja in der Cloud weitläufig im Einsatz als Load Balancer zum Beispiel. Genau. Und dann Tools. Gibt es zum Beispiel Curl, so als beliebtestes Kommandozeilenwerkzeug, das HTTP 3 schon länger unterstützt. Und das ist aber noch, also ist relativ neu bei Curl. Und zum Beispiel auf meinem Ubuntu, das ist ein 2022er LTS, da ist diese Curl-Version noch nicht drauf.
wenn ihr ein Arch Linux habt oder so, da ist das Ding wahrscheinlich da. Und das Flag, das ihr bei curl sucht, ist dann --http3 und dann stellt das Ding http3 Anfragen. Genau. Und ich habe da oben noch zwei Seiten verlinkt, wo ihr die HTTP3-Dinge im Browser selbst testen könnt. Das sind zwei Webseiten, die euch anzeigen, ob euer Browser jetzt gerade mit HTTP 2 oder 3 angefragt hat. Und da habe ich gerade eben vor 5 Minuten noch getestet, ob das Ganze hier lokal funktioniert. Nein, tut es nicht, obwohl es gestern noch funktioniert hat. Also das scheint sehr flaky zu sein. Ich kann euch das aber mal ganz kurz zeigen, wenn wir auf diese Seite draufgehen. Da seht ihr jetzt, der Request ist nicht über HTTP3 passiert und auch beim Neuladen nicht, ändert sich daran nichts. Ich zeige euch jetzt aber mal die Netzwerkansicht, was da so passiert in der Leitung. Und da schauen wir uns mal an, den Request an die Root-Seite, der ist mit HTTP 2 passiert. Und da seht ihr jetzt einen ganz wichtigen Antwort-Header. Ich hoffe, man sieht den einigermaßen. Der heißt, wo ist er? Genau, Alt-SVC. Und da steht drinnen H3 und der Port. Und das ist der Hinweis an den Browser. Da gibt es einen UDP-Port, der offen ist. Und da kann man auch HTTP-Anfragen dran stellen. Und wenn mal alle Browser und alle Webserver so weit sind, dann kann man hoffentlich irgendwann genauso den TCP-Port 443 einfach abdrehen, weil die Browser als allererstes mit UDP anfragen. Genau. Wieder zurück zu den Folien. Genau, das war's von meinem Vortrag. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen und wenn die nicht reichen, dann findet ihr da meine Mastodon-Adresse oder meine Webseite, wo ihr zum Beispiel meine E-Mail findet. Dann fragt mich einfach asynchron oder ihr seht mich heute noch den ganzen Tag auf den Linux-Tagen rumlaufen. Dann sprecht mich einfach an, stellt Fragen, lasst uns gerne drüber reden. Danke fürs Zuhören euch. Da haben wir eine Frage in der ersten Reihe. Das hier. Die Folien gibt es dann später im Pre-Talks. Die lade ich hoch. Den Nginx? Ich habe es selber nicht probiert. Es gibt aber eine Testseite von Nginx selbst. Die hilft nicht. Okay, ich habe es selber nicht probiert, wollte es mir aber mal anschauen, ja. Die Frage war, ob jemand schon versucht hat, den Nginx mit dem HTTP3 zu kompilieren und zu bauen. Antwort: Nein, ich habe es nicht versucht. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal ins Mainline reinkommt, dass es einfach standardmäßig aktiv ist, dass ich es nur noch in der Konfiguration aktivieren muss. Ja. Das ist ein guter Tipp, danke. Der Kommentar war, Nginx klappt beim Kompilieren, wenn man Boring SSL benutzt und damit baut. Gilt auch für ein HA-Proxy. Ja. Wie bitte? Bei Cloudflare habe ich es nicht ausprobiert und das gilt vermutlich für alle Cloud-Provider. Wenn die euch eine Leistung anbieten, HTTP3-Support, dann steht da Geld dahinter, dann könnt ihr die da drauf festnageln. Das heißt, meine Idee ist, probiert es aus und es ist relativ leicht zu testen. Die Frage war nämlich, wie schaut es mit dem Cloudflare-Support für HTTP3 aus? Da oben ist noch eine Frage. Java, C#, ASP.NET, Java.
Also ich meine, gelesen haben, die Frage war, ob es Support für andere Programmiersprachen gibt. Ich meine, gelesen zu haben, dass es im Java-Umfeld schon Support für, in die Richtung gibt. Kenne mich aber bei den anderen Programmiersprachen nicht so gut aus. Noch eine Frage, ja? Kann es mit bestimmten SSL-Bringern schon, aber mit SSL noch nicht. Also muss man so ein bisschen schauen, ob man es findet. Okay, also Kommentar aus dem Publikum, es funktioniert auch bei Arch Linux noch nicht, es ist nicht im Repo drin und es wird gerade im Bug Report diskutiert, ob man OpenSSL oder Boring SSL verwenden will. Genau, dann danke euch fürs Zuhören und noch viel Spaß bei den Linux-Tagen. Ciao.